Seit über einer Million Jahren sind Löwen die Herren der afrikanischen Savanne. Sie stehen an der Spitze der Nahrungskette. Dank ihrer gewaltigen Kraft, der überlegenen Sprungtechnik und einer außergewöhnlichen Gruppenkooperation. Löwen nehmen es furchtlos mit jedem auf. Der Löwe, der König der Tiere. Wie man ihn noch nie zuvor gesehen hat. Von seinem Innenleben bis zu seinen Verhaltensweisen. Alles aus der Sicht des Raubtiers. Es ist Mitte September in Ostafrika. Trockenzeit. Diese 12 erwachsenen Löwen leben mit ihren 6 Jungtieren in einem Rudel. Einer Großfamilie, die ein Leben lang gemeinsam auf die Jagd geht. Diese Jahreszeit ist besonders heiß und trocken. Viele Beutetiere der Löwen beginnen zu grüneren Weidegründen zu ziehen. Das bedeutet weniger Nahrung für den Löwen. Jeder Löwe benötigt täglich über 5 Kilogramm Fleisch, also etwa 8000 Kalorien. Je geringer die Aussichten auf eine Mahlzeit, desto weniger kann sich das Rudel eine verpatzte Jagd leisten. Doch ein Tier zu erlegen, das 5-mal so groß ist wie sie selbst, ist kein Kinderspiel. Der Büffel stellt eine große Herausforderung dar. Büffel sind äußerst wachsam. Sie schlafen nachts nur eine Stunde. Und auch dann meist nur wenige Minuten am Stück. Die Spannweite der spitzen Büffelhörner erreicht bis zu einem Meter. Damit können sie einen Löwen mühelos töten. Büffel beschützen sich gegenseitig. Kleinere und schwächere Mitglieder bleiben in der Mitte der Herde. Stärkere, meist männliche Tiere bilden um sie herum einen Verteidigungsring. Um gegen Büffel oder andere Beutetiere erfolgreich zu sein, wenden Löwen die Strategie der Gruppenarbeit an. Eine Löwin ist in der Lage, einen Büffel zu fangen, aber nicht ihn zu erlegen. Auf der anderen Seite kann eine Löwin sicherlich eine Gazelle auffressen, aber nicht fangen. Sie ist nicht schnell genug. Die einzelnen Löwen sind also aufeinander angewiesen. Wenn diese Löwen gemeinsam einen Büffel verspeisen wollen, muss jeder seine Rolle meistern. Manche sind schneller und können ein Tier rascher zur Strecke bringen. Andere sind dafür kräftiger. Sie sind besser geeignet, ein Tier an der Kehle zu packen oder es umzureißen. Die Löwen finden mit der Zeit heraus, in welchem Bereich ihre Talente liegen. Die Jagd beginnt, als zwei Treiberinnen die Herde aufscheuchen und sie zu einer panischen Flucht zwingen. Dann schätzt eine der beiden Vollstreckerinnen des Rudels die Situation ein. Sie sucht die Herde ab und entscheidet, welches Tier gejagt werden soll.
Sie sucht nach Schwächen und sortiert junge, kranke oder von der Herde abgesonderte Tiere aus. Binnen Sekunden hat sie das Ziel gefunden. Eine Büffelkuh mit einem abgebrochenen Horn. Ein abgebrochenes Horn weist auf einen schweren Kampf hin. Daher könnte dieser Büffel noch weitere Verletzungen haben. Eine Löwin erreicht durchschnittlich bis zu 54 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Doch die Vollstreckerinnen, die schnellsten und beweglichsten Löwinnen des Rudels, bringen es auf bis zu 60 Stundenkilometer. Eine Vollstreckerin überholt eine der Treiberinnen und setzt zum Sprung an. Sie setzt ihre erstaunlich gestalteten Krallen ein. Jede Pranke besitzt vier scharfe, nach vorne stehende Krallen und eine nach hinten weisende Daumenkralle. Jede davon sitzt auf einem eigenen, frei beweglichen Kugelgelenk. Der Büffel versucht, die Löwin abzuschütteln, doch es gelingt ihr, sich dauerhaft festzukrallen. Und das ist keine leichte Aufgabe. Sie wird mit einer unglaublichen Beschleunigungskraft von 3G mitgezerrt. Das heißt, jede Kralle versucht, eine Kraft zu bremsen, die der einer Rakete direkt nach dem Start entspricht. Rasch trifft Verstärkung ein. Zwei weitere Löwinnen springen auf den Rücken der Kuh und nutzen ihr vereintes Gewicht, um sie zu Fall zu bringen. Der 770 Kilogramm schwere Büffel trägt nun das Gewicht von drei Löwinnen, also über 400 Kilogramm. Eine Löwin gräbt ihre massiven Reißzähne ein, während die andere die Schnauze des Büffels mit ihrer eigenen zuhält. Innerhalb von 15 Sekunden bekommt der Büffel den einsetzenden Sauerstoffmangel zu spüren. Er gerät in Panik, wodurch Herzrasen und hektische Körperbewegungen ausgelöst werden. Dies verbraucht den letzten Rest an Sauerstoff, statt ihn zu bewahren. Der Büffel verliert das Bewusstsein und die Muskelspannung. Schließlich ist es vorbei. Doch nach all der harten Arbeit wird die erfolgreiche Vollstreckerin nicht zum Fressen kommen, bis der Pascha des Rudels sie lässt. Er wird fast 20 Kilogramm Büffelfleisch fressen, bevor die Weibchen an die Reihe kommen. Das männliche Tier ist der Chef des Rudels. The head honcho, the big cheese. Üblicherweise gibt es in jedem Rudel zwei oder drei Männchen. Doch dieses Rudel hat nur eines. Es beschützt das Rudel und zeugt die Nachkommen. Es überwacht das Revier und sichert es vor Übergriffen anderer Löwen. Er jagt nicht in dem Maße wie die Weibchen, aber er frisst als Erster. Es ist angenehm, König zu sein. Es war ein besonders guter Fang. Die 450 Kilogramm Fleisch bringen dem Rudel 700.000 Kalorien. Genügend Kraft für fast eine Woche. Das Rudel frisst. Das Gebrüll in der Ferne verheißt nichts Gutes. Es könnte eine Bedrohung sein, die das Rudel vielleicht für immer verändern wird.
Ein Eindringling nähert sich. Doch er hat kein Interesse, den Büffelkadaver zu stehlen. Er ist gekommen, um das dominante Männchen herauszufordern und das Rudel zu übernehmen. Es liegt bereits einige Jahre zurück, dass das dominante Männchen selbst der Herausforderer war. Wie bei den meisten Männchen fing seine Mähne erst zu wachsen an, als es mit 2 Jahren die Geschlechtsreife erreichte. Dann wurde es aus dem Rudel verstoßen, in dem es aufgewachsen war. Dies dient einem evolutionären Zweck. Da es mit allen Weibchen in seinem Rudel verwandt ist, muss es gehen, um sich zu paaren. Doch als Halbstarker konnte es einen Rudelherrscher nicht entthronen. Also zog es über 1 Jahr lang herum und wartete auf den richtigen Moment, um ein Rudel zu übernehmen. Vor 2 Jahren ist es ihm gelungen. Nun kündigt das Gebrüll in der Ferne an, dass sich der Spieß umgedreht hat. Ich habe Löwen brüllen hören, die knapp 10 Kilometer weit weg waren. Selbst über diese Entfernung klingt es, als ob er ganz in der Nähe wäre. Das Brüllen eines Löwen ist nicht nur hörbar, es ist auch fühlbar. Es nimmt seinen Anfang in den Muskeln, zwischen seinen Rippen, die wie ein Blasebalg funktionieren. Sie pressen Luft mit über 80 Stundenkilometern über mächtige Stimmfalten, die sie in Schwingung versetzen. Doch was dem Brüllen seine Gewalt verleiht, ist der Verstärkerraum zwischen Gaumen und Rachen. Hier schwingt der Schall und legt an Geschwindigkeit und Intensität zu. Der Löwe ist in der Lage, ein Gebrüll zu modulieren, so wie ein Opernsänger Noten anstimmt. Das Ergebnis ist ein Ton, der bis zu 115 Dezibel erreicht. Die Lautstärke eines Rockkonzerts. Noch ein Brüllen. Diesmal aus nächster Nähe. Ein Staccato aus Grunzen.